So, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. So, durch ein paar kleine Mini-Fehler, sage ich jetzt mal ganz frech gesagt, weil bei mir alles teilweise asynchron war, zumindest ist im Stream, habe ich nochmal neu gestartet. Jetzt bin ich trotzdem in der Sequenz drin. Vielleicht schneide ich den Rest vorher nochmal dran. Weiß ich jetzt nicht. Aber gut. Okay, Juno. Ausnahmsweise mal. Was hast du mit mir gemacht? Meine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du, der du ihnen das letzte Stück bringst, auf das er die Tür öffnet. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger, als du je wissen wirst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Ach. Das wird jetzt schlimm. Du bist aus einem besonderen Stammbaum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Okay, oh mein Gott. Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Kurzzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. So ein bisschen was von dem Weltenbaum. Was soll ich also tun? Das erfährst du von einem Mann, der dich weiter ausreden wird. Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du. Hä? Egal. Jetzt ist zu spät. Ich weiß nicht, ob euch oder dir das Ganze wichtig ist, auf 100% zu synchronisieren. Ich finde es manchmal ein bisschen blöd. Aber gut, soll ich dich jetzt nichts machen? Das muss ich jetzt so hinnehmen. Das muss ich jetzt so hinnehmen, ist halt blöd. Okay. Radun hage dun gatnue. Gatnue ni satka tu tiga gari wayarunits tu. Adun hets wagena dun. Wat garu di rungwe dan jadatka. Agena dun hase o nio di akande. Dantune tigarunungwe, izi na gahanda di tunas. Gariwe siwa gaderi andere, anu izi gi oni. Arahaja ziza detni gohrizu, ne dosa seri wayena. Yungwar haratsto ne ayede wa dunhu januna, nekti da sheri de nitnize. Deot den yu haje ohunjage danu ya,
taundo ayungwa da se tunhage. Ya ka a tagit skodage dano agader harda dene ayo de wat wan datne. Wat gunya do dari sigi o wadu erda osehte. Oh nu jera di desaderi hua denyani. Aze gunya tak gweni da guri hua deni. Ya ha sa giga. A se tsaari jina hoda ze saksit kada kunegas. Tonu e dagat kahtone gari huayeru nitsitu. Ne egi garun gwera hawi o hia shniena zi niyo zi zat ni staha wa shago shniena. Yawa. Seri asa doga, nekzi gets hani sudzi ezo zar hare. Was se zakkane gari huayro nitsdu, sa taha tsari. Oh, schon viel beendet. Ach, meine Güte, geht das wieder zackig. Zum Helden wird man... Okay, gebeten, keine Ahnung. Ich hab's nicht lesen können. Toll. Ich Opfer. Ja. Fortzugehen war schwerer als erwartet. Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht hatte. Doch was immer mich von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste, machte Platz für Fragen. Und eine Menge Zweifel. So, bevor er weiter quatscht, ich muss mal ganz kurz. Mach mal kurz was einstellen, das geht aber ja nicht so. Effektlautstärke können wir mal auf 8 lassen, die Musik. 7, die Sprache ist schon laut genug. Und dann können wir das noch ein bisschen lauter stellen, ohne Probleme. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Oh, die Jagdgesellschaft an der Jagd in einem Grenzland aufsuchen. Okay. Was? Habe ich gekriegt? Nein, noch zum Club. Was war das jetzt zu meiner Hölle? Egal, ist nicht so wichtig. Ciao. Oh. Entschuldigung. Ein Puma. So. Das ist halt ein schickes neues Element, ne? Im Gegensatz zu den alten Teilen, dass man auch mal wirklich was für sich selber jagen kann. Da nicht auf Essen angewiesen ist. So wie bei Assassin's Creed zum Beispiel. Bei Minecraft, aber, da war eine Trophäe, oder was? Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Egal, neuer Versuch. Bin ich jetzt wieder hier oben? Wo hat mich das Spiel jetzt wieder hingespawnt, Mann? Oh, wie ich das liebe, dass das Spiel so zwischendurch eingreift und sowas. Wo habe ich denn jetzt vorhin den Becher gefunden? Okay, da... Das hier? Abenteurer? Okay. Will diese Trophäe haben. Inkebeinsklunker. Okay, da meinte wohl das Spiel, dass man da irgendwie herkommt wieder.
Gehst du mal da hoch? Adrenagiron? Komme ich da jetzt überhaupt dran? Ich probier's mal. Nö. Oh! Okay. Ich sag mal nichts mehr dazu. Ja. Nicht so witzig. Nicht so wichtig, meine ich. Egal, ich geh jetzt weiter. Ich mach die Markierung da weg. Vielleicht komme ich da nochmal hin. Aber. Nee. Ich bin hier gerade so doof dazu, aber dann mache ich lieber erstmal die Hauptmission weiter. Landen, wo uns das Schicksal hinführt. Also ich weiß es natürlich, wo es uns hinführt, aber also ich habe das Spiel schon gespielt, dann wisst ihr das natürlich auch. So, da ist ein Jäger. Also wir müssen zu diesem Schnellreisepunkt. Hier müssen wir nicht, hä? Wir hätten hingekonnt, bestimmt ist auch jetzt egal. Geh mir aus dem Weg! Ihm nach! Nach Devonport, Alter. Unsere Devonport-Siedlung. Wird der Weg lang, okay. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um, mal gucken, was es hier so noch so zu finden gibt. Da kann man auch noch bestimmt irgendwo hin. So. Kommen wir hier irgendwo runter? Ja, anscheinend schon. Ach ja. Oh. Hallo? Hallo? Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der... Wie heißen sie? Irokesen, hä? Huh? Was? Ja? Hab ich recht? Nee. Natürlich nicht, Terry. Die Irokesen sind kein Stamm. Oh doch. Oh nein.
Die Irokesen sind eine Konföderation. Konfetti, wie bitte? Oh mein Gott. Konföderation, du Esel! Ein Verbund, eine Allianz, ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker. Ja, sag ich doch. Ein Stamm. Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel. Ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation. Und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren. Wen nennst du einen Bauerntrampel, du kratzbuckliger Strolch? Moment, das geht nur ihn und mich was an. Ja, halt dich da raus. Ja, dann geht der Irokese halt. Meine Güte, ey. Terry und Godfrey, Alter. Sind, glaube ich, sogar Brüder, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest fühlen die sich gerade so auf wie Brüder. Ein rüpelhafter Mann. Das wohl sein kann. Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Ich muss ein Lager aufschlagen. Reicht. Der Tag danach. Ist ja immer noch am Regnen, Mann. Ist das England? Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Ja, gerade in der Gedon. Erstmal Hausfriedensbruch begehen. Ja, ich weiß, es ist Amerika, aber es regnet so, als wäre es in England, ja. Deswegen. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Ich komme hoch. Ja. Ja, dann. Ach so. Wie zufällig. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Was hinter uns? So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst?
Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen.